Soldier beim Zirkus. Wir haben 8 Elefanten. Der Toni gehört mir. Er ist unser Jüngster. Tobi hatte ganz schöne Zahnschmerzen. Deshalb musst du ein paar Tage länger hier in Frankreich bleiben. Und der Zirkus Broccoli ist inzwischen schon weitergezogen. In eine kleine Stadt in der Nähe von Stuttgart. Wir reisen mit dem Zug hinterher. Und der Tobi ist jetzt nämlich wieder kerngesund. Spanplatten, Waschmaschinen, Autoreifen. Ah, hier ist es, Elefant. GBS 536-7. So, da werden wir. Da ist ordentlich viel Strom reingepackt, damit dein Tobi auch bequemer werden darf. Und toll, das ist ja wie in deinem Zugfahren. Haben wir öfters Elefanten mit? Nein, Elefanten fahren nur ganz selten zu. Aber hin und wieder Pferde, Kühe. Neulich hatten wir sogar Krokodile an Bord für den Zug. Echt? Gibt's hier alles Besonderes an einem Waggon? Hier siehst du, dieser Waggon, der ist für Kohle. Und der daneben für Schrott und Holz. Auf dem Waggon kann man Autos transportieren. Und dort drüben ist ein Kesselwagen für flüssige Güter. Und der weiße da drüben, das ist der Kühlwagen. Ist das ein Eiscreme? Vielleicht. Vielleicht sind aber auch Fische drin. Oder Tiefkühlkost. So, aber nur an der Arbeit. Das kommt zu mir. Und du bist aber mit an uns angekoppelt? Nein, zuerst haben wir gefällt bis nach Stuttgart. Der Tobi heute Nacht im Güterzug und wie morgen früh in einem Intercity-Zug. Du wirst bestaunen, ein Intercity wäre schneller als ein Auto. In Stuttgart steigen wir dann um. Im Anschlusszug nach Tübingen, da fahren wir dann alle gemeinsam. An Nahverkehrszüge können nämlich Güterwagen angehängt werden. Das ist zwar nicht die Regel, aber in einem besonderen Fall, wie zum Beispiel bei einem Tiertransport, lässt sich das schon mal machen. Verstehe. Hast du schon mal gesehen, wie ein Güterzug zusammengestellt wird? Ein ganzer Güterzug kommt an und wird getrennt. Die einzelnen Waggons laufen dann von dem Ablaufwerk runter. Die Weichen werden dabei so gestellt, dass die einzelnen Waggons selbstständig in das für sie richtige Gleis laufen. So bilden sich aus den einzelnen Waggons neue Züge, die dann in unterschiedliche Richtungen weiterfahren können. Nicht besonders, nur ein Elefant. Ach so, nur ein Elefant. Na ja, dann.
anschließend fährt der Zug noch weiter bis nach München. Ja, IC. Das bedeutet Intercity. In der Speise steht noch eine 7. Gleich 7. Wenn ich das Rad in dieser Richtung drehe,
Wenn ich das Fahrschalter war, so heißt das Ding nämlich, in diese Richtung drehe, dann wird die Stromzufuhr wieder verdrosselt und die Lok fährt. Langsamer. Ja, Lokführer solltest du werden. Ja, und das hier, das ist die Sicherheitsfahrschaltung. Die muss ich während der Fahrt auch gedrückt halten. Das alle 20 bis 30 Sekunden ganz kurz loslassen. Weil sonst noch zu stehen bleiben würde. Komm, sag mal. Könnt ihr euch vorstellen, was für einen Sinn diese Sicherheitsfahrschaltung hat? Ich glaube, ich hab's. Wenn den Fahrer mal ganz doll schlecht ist und wenn der dann in Ohnmacht fällt, dann wird die Schaltung nicht mehr richtig bedienen und die Lok bleibt stehen, damit es keinen Unfall gibt. Mensch, Mädchen, du bist ja der Wucht. Genau so ist es. Vielleicht sollst du auch Lokführer werden. Also, Kinder, das war's. Da kommt schon der Rangierer. Tja, ihr müsst jetzt leider aussteigen. Na Horst, dann wollen wir mal. Es ist nur um von 191 nach Gleis 3. Mit 91 nach Gleis 3. Okay. Fahrdienstfest, bitte. Rangierabteilung von 191 zu 56 nach 3 fertig. Wir dann 48 von 191 über 18.4 nach alle Gleis 3 fahren. Das weiß ich schon lange. Beim Testfahren. Ich habe über 400 gefahren. Wie bitte? 400?